Olaf Janssen, Glückwunsch, 2:0-Sieg in Wuppertal auf schwierigem Geläuf, sage ich jetzt mal. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, genau, das ist extrem schwer zu bespielender Platz. Wir haben vor dem Spiel wieder die Losung ausgegeben, dass wir total überzeugt sein wollen und auch so auftreten in unserem Spiel und was wir da tun. Und da muss ich sagen, haben die Jungs wieder einen super Job gemacht. Wir gehören jetzt in den letzten 4 Spieltagen zu der Mannschaft, die am wenigsten Torschancen zulässt. Ich glaube, das hat man heute auch wieder gesehen. In der ersten Halbzeit einen kapitalen Bock gehabt, wo der Gegner zu 100%igen kommt. Und einmal einen mehr als blöden Elfmeter produziert, den Ben Voll natürlich überragend hält. Und, aber ansonsten haben wir ganz wenig zugelassen. Trotzdem spielerisch, glaube ich, eine gute Leistung gebracht. Immer wieder gut kombiniert, immer wieder auch ins letzte Drittel gekommen. Und und muss natürlich immer aufpassen bei der Dortmunder Mannschaft, die dann ein paar Pfeile in der Mannschaft hat, immer auf den Konter aufpassen. Aber haben die Jungs super gemacht. Du hast gesagt, Ben Voll hält den Elfmeter überragend, hält die Null. Dann hast du den Sieg ein bisschen eingewechselt mit Luca und Simon, die das 1:0 produziert haben. Ja, auch das war auch noch in der Mannschaftssitzung Thema. Ne? Das war nämlich bei den vorherigen Spielen genauso. Sowohl als gegen Aue als auch gegen Ingolstadt haben die Enttäuschten, in Anführungsstrichen, klar, wenn ich nicht in der Startelf stehe, wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader, bin ich natürlich enttäuscht, aber die Enttäuschten, das also mit Leistung wiedergegeben und nicht auch beleidigt gemacht und dadurch haben die Mannschaft gelitten, sondern genau im Gegenteil. Die Jungs kommen rein, sprühen, hauen alles raus und geben der Truppe, die noch am Platz ist, noch mehr Energie und das fand ich, das konnte man in allen 3 Spielen sehen und das habe ich auch vor dem Spiel der Besprechung schon gesagt, dass das auch ein ganz wichtiger Teil ist. Wichtigster Teil, mein Kapitän, ne, Cello, der ja jetzt in den letzten beiden Spielen nicht zu Einsatz gekommen ist und gerade trotzdem ist er unser Leader, ist er mein Kapitän und er lebt das brutal vor. Wir haben noch viele junge Spieler halt, die in der Entwicklung sind und noch nicht fertig, denen gibt er extrem viel mit und darüber freue ich mich natürlich besonders. 3 Siege in Folge, 4 Spiele ungeschlagen. Wo fängt eine Serie an? Ist es schon ein? Ich habe es nicht so mit Serien, ja, weil das bedeutet ja auch irgendwo, dass sie anfangen oder beziehungsweise wieder aufhören in dem Fall, ja. Sondern ja, ich glaube, wir tun gut daran, das genauso zu machen, wie übrigens auch während den 9 Spielen, die wir nicht gewonnen haben. Nämlich bei uns zu bleiben, überzeugt zu sein. Und das, was wir jetzt sicherlich besser machen, ist einfach, wie wir unser Tor verteidigen. Das ist herausragend und das ist die Basis auch für eine Ballbesitzmannschaft, nämlich genau das zu haben. Und das haben wir. Und von daher, ja, muss ich sagen, fühlt sich jetzt gerade so an, dass ich auf Sonntag auf Ballrad voll. Genau, das wäre die Abschlussfrage. Regenerieren und Sonntag nochmal Vollgas? So sieht's aus. Und dann haben wir noch ein Pokalspiel am Wochenende drauf in Pesch. Und dann kommt die WM-Pause. Dann sage ich vielen Dank und gute Einfahrt. Gerne. Tschüss zusammen.